haben heute unsere Schwerlastauszüge bekommen. Und das sind nicht die Schwerlastauszüge für den Heckauszug, sondern die Schwerlastauszüge für unsere Betterweiterung nach vorne. Und Schwerlast trifft in dem Fall echt mal zu. Da wiegt ein so ein Ding mal 3,5 Kilo. Ist aber auch belastbar bei 220 Kilo. Ich hatte mal die nächstgrößere Größe gewählt, weil die kleinere Größe wäre nur belastbar bis 120 Kilo. Und da war ich mir nicht so ganz sicher, wenn wir da noch Matratze und Lattenrost und Susi drauf haben, hey, ob das Gewicht dann... Willst du sagen, ich bin fett oder was? Maske! Ja. Um diese fetten Dinger jetzt an unserem Gerüst zu montieren, haben wir uns überlegt, wir schneiden uns noch ein zweites Profil, was jetzt da drunter kommt. Und dieses gesamte Profil wird ja einmal mit der Fahrzeugkarosserie verbunden. Und das passt jetzt ganz genau so. Und dann dieses Teil ja hier befestigt am Fahrzeug. Und hier drunter, um das mal kurz festzuhalten, sitzt dann unser Schwerlastauszug. Und hier an dem Auszug ist dann die Betterweiterung. So, dann haben wir da auch ein Gewinde drin. Jetzt kann man sich das schon auf jeden Fall schön vorstellen. Ne? Das ist jetzt hier der feste Teil der Matratze und wenn man dann schlafen will, zippel die Zapp. Auszug, hier kommt noch so ein Metallwinkel drauf, dass man hier auch noch entsprechende Beinteile hat. Also die Möbel entwickeln sich langsam. Hier ist schon mal ein Seitenteil. Das muss noch ein Stückchen rausgebaut werden. Und hier noch so ein paar Querverstrebungen rein. Und dann kann man da auch schon unseren Auszug anpassen. So, jetzt schrubbeln wir das Ding hier mal ein bisschen fest. Die Brille abzunehmen. Wir haben, glaube ich, heute das wichtigste Teil für unseren Möbelbau geschafft und gebaut. Das Ding ist jetzt hier ein Doppelauszug. Also einmal hier für unser Bett. Den kann man nach vorne ausziehen. Und einmal für unseren Schwerlastauszug. Den kann man in die andere Richtung ausziehen. Mach doch mal. Und das ganze Element wird dann einmal mit der Fahrzeugkarosserie verbunden. Und hier oben drauf, falls man sich mal fragt, was das alles überhaupt soll, kommt nochmal ein Lattenrost und da liegt dann die Matratze drauf. Also, ich glaube, allein durch dieses Teil erübrigt sich auch die Frage, warum habt ihr das nicht in Holz gebaut? Weil das sind jetzt hier 3x3 Profile.
also 3x3 cm Profile. Und ich glaube, um so eine Festigkeit und Steifigkeit mit dem Holz hinzukriegen, da müsste man schon, ja, keine Ahnung, also bestimmt 8x8 und dann am besten in Buche oder in vielleicht auch Multiplex oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Alu, glaube ich, ist da schon auf jeden Fall eine gute Lösung. Das ist jetzt auch verhältnismäßig leicht, also das ist jetzt nicht so dramatisch. Schätze mal so, weiß ich gar nicht. Was ist das? 10 Kilo? Oh, vielleicht, wenn überhaupt 10 Kilo. Und da sind die Auszüge schon dran, ne? Und der wiegt ja schon 3,5 Kilo. Und der unten, wer weiß. Es ist ja relativ wichtig, dass man die Möbel auch anständig sichert und mit dem Fahrzeug verbindet. Und um die passende Verbindung zu suchen, haben wir gesagt, wir wollen ganz gerne diese Möbel reversibel haben, also dass man sie zur Not auch wieder ausbauen kann. Sollten wir jetzt feststellen, dass wir doch keine innenliegende Duschwanne brauchen und die ganze Zeit immer nur draußen duschen, dann hätten wir die Möglichkeit, unsere Möbel auch wieder rauszubauen. Das wollten wir ursprünglich mit diesen kleinen Ein-Niet-Muttern machen. Ne? Das sind wie Nieten hinten mit so einem kleinen Gewinde noch dran. Um die in das Fahrzeug reinzubekommen, braucht man halt einen Bohrer und diese Ein-Niet-Mutterzange. Die wird da vorne drauf geschraubt. In dem Fall hier, das ist eine M6er, da würde man halt ein 9er Loch bohren und dann diese Niete in das Fahrzeug reinstecken und quasi einmal aufspreizen und schon bekommt man dann eine wunderbare Verbindung mit dem Fahrzeug mittels einer Ein-Niet-Mutter. Die Ein-Niet-Mutter hält, weil sich der hintere Teil dann hier zusammenschiebt und man so einen kleinen Fallzieher bekommt. Das Problem bei uns ist, dass wir an den Seitenwänden ja bereits unser Pappelsperrholz haben und wir eine relativ hohe Materialstärke haben. Deswegen gibt es auch, ähnlich wie aus dem Trockenbau, hier so Ein-Niet-Spreizmuttern heißen die, glaube ich. Ich weiß gar nicht so genau, aber irgendwie so. Ich schreibe das sonst nochmal unten in die Kommentare, wie die Dinger genau heißen. Aber die funktionieren so ähnlich wie diese Spreizdübel aus dem Trockenbau. Bei denen kann man halt eine größere oder höhere Materialdichte wählen. Der Wandaufbau kann halt höher sein. Einziger Nachteil bei denen ist, ich kann nicht diese Zange benutzen. Denn ich bräuchte hier einen längeren Dorn, der auch noch vorne an dieses Gewinde mitreift. Das tut der in dem Fall nicht. Aber ich habe es ja schon gesagt, es gibt halt ja auch Hohlraumdübel für Trockenbau. Und da gibt es extra diese Zangen für. Und die kann ich genauso auch für diese Ein-Niet-Muttern, Spreiz-Niet-Muttern nehmen. Die setze ich dann hier hinten an und dann kann ich die hier aufspreizen. Du kommst nicht vorbei! Der Marco hat gesagt, ich soll euch das erklären. Also, Seitenteil ist fertig, hier ist der Auszug. Jetzt muss auf der anderen Seite ja auch noch ein Auszug. Also bauen wir jetzt die Mittelwand. Und dann, wenn die steht, kriegt man, glaube ich, auch schon ein ganz gutes Gefühl, wie das räumlich wirkt und ob uns das zu klein ist oder ob es genau richtig ist. Wir werden sehen.
heute zeige ich euch, was man mit diesen tollen Resten vom Schneiden von dem Profil machen kann. Wir bauen uns einen wunderschönen Halskettenanhänger und mein Assistent gibt mir nochmal da hinten das Ding da. Und ich zeige euch, wie ihr euch selber eure schönen Wurfsterne machen könnt. Und falls euch das nicht genug ist, dann zeige ich euch, wie man wunderschönen Christbaumschmuck mit diesen Teilen basteln kann. Weihnachten steht vor der Tür und vielleicht sollten wir einen Shop gründen. Da könnt ihr dann diesen wundervollen Christbaumschmuck auch bei uns erwerben. Christbaumschmuck finde ich ganz gut. Und falls ihr noch ein Geschenk für Opa braucht, hier diesen wunderschönen, formstabilen Türstopper. Wenn euch das gefallen hat und wenn ihr gespannt seid, wie es weitergeht mit unserem Ausbau, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns weiter Richtung Himmelblau folgt. Also, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal.